Wir wissen nicht wirklich, was es bedeutet zu sterben. In Wirklichkeit existiert der Tod absolut nicht. Es gibt nur das Wort. Die ganze Natur bewegt sich mit Energie. Können wir sagen, dass wir tot sind, wenn wir unseren Körper verlassen? Nein. Zu diesem Zeitpunkt beginnt sich der Körper dank der Arbeit der Mikroorganismen zu zersetzen und kehrt in den Schoß der Natur zurück. Die Seele, die ihre Reise auf der Erde beendet hat, beginnt eine neue Reise in einer anderen Dimension. Der menschliche Körper ist nur ein Kleidungsstück, das er trägt, um einen bestimmten Weg zu gehen. Sobald es aufhört, ändert sich die Energie einfach. Unsere Seele hat immer existiert, existiert und kann nur für immer bestehen. Mit anderen Worten, es bedeutet, dass jede Form von Energie, die im Universum vorhanden ist, ewig ist. Ein Stein, eine Handvoll Sand, ein Wassertropfen sind alles Energien. Es passt sich der Umgebung an, die es umgibt. Unter allen Energien ist die Seelenenergie anders und bewegt sich auch anders. Während also alle materielle Energie gespalten und auf winzige Teilchen reduziert werden kann, kann immaterielle Energie, die Energie, aus der unsere Seele besteht, nicht gespalten werden. Obwohl immaterielle Energie nicht geteilt werden kann, ist ein ähnliches Ereignis eingetreten. Dieses Ereignis ist als Urknall bekannt. Bei dieser Gelegenheit führte die enorme Schockwelle, die den Urknall verursachte, zur Fragmentierung der vorhandenen immateriellen Energie oder göttlichen Energie, die so in den Tiefen des Universums zerstreut wurde. All diese Fragmente immaterieller Energie, die fast überall zerstreut sind und verstreut sind, brauchten einige Milliarden Jahre, um einander zu finden und zu erkennen. Während dieser Zeit wurden Galaxien erschaffen, Sternensysteme, einschließlich unseres. Als die Erde schließlich fertiggestellt war, wurden fast alle immateriellen Teilchen gefunden. Die Verpflichtung, die sie hier auf der Erde eingehen, wird in der anderen Dimension, wo die Götter wohnen, wo es keine Leiden gibt, kapitalisiert. Der Tod ist daher nichts, worüber sie sich Sorgen machen sollten. In dem Moment, in dem sie gut lebten, wenn sie das taten, wofür sie gekommen waren, würden alle Formen des Leidens aufhören. Wenn wir den Tod beobachten, berücksichtigen wir nur die Existenz unseres Körpers, ohne dass es uns gelingt, tiefer zu sehen. Unser Körper besteht aus einem Komplex von Elementen, die nach Ablauf des Lebenszyklus in die Natur zurückkehren. Aber all dies betrifft nur unseren physischen Körper. Es gibt also weder Geburt noch Tod.